Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Deren Auflösungen werden im Tutorial D5.029 im Detail erklärt. In unserer trigonometrischen Gleichung erkennen wir hier den Winkel x halbe und da den Winkel x. Da der Winkel x genau das Doppelte vom Winkel x halbe ist, können wir durch die Verdopplungsformel vom Cosinus den Cosinus von x umschreiben in Cosinus Quadrat von x halbe minus Sinus Quadrat von x halbe. Und so haben wir überall denselben Winkel x halbe. Sinus Quadrat von x halbe kann noch verwandelt werden in 1 minus Cosinus Quadrat von x halbe durch die Grundformel der Trigonometrie und so erhalten wir diese Gleichung. Hier verteilen wir jetzt noch diese 2, dann setzen wir den Term noch links rüber und somit erhalten wir diese Gleichung, in der die unbekannte x nur in dieser Form Cosinus von x halbe vorkommt. Dann stellen wir y gleich Cosinus von x halbe. In dieser Gleichung ersetzen wir also Cosinus von x halbe da und da durch y und so stoßen wir auf diese Gleichung zweiten Grades mit unbekannter y. Wir lösen diese Gleichung zweiten Grades zum Beispiel mit Delta b² minus 4ac oder wir erkennen sofort, dass dieses Trinom nichts anderes ist als das Quadrat von 2y minus 1. Und so sehen wir sofort, dass die unbekannte y gleich ein halbes sein muss. Y gleich ein halbes bedeutet also, dass Cosinus von x halbe ein halbes sein muss. Also so. Ein halbes ist aber der Cosinus von Pi Drittel. Und so stoßen wir auf diese Grundgleichung Cos gleich Cos. Grundgleichung, deren Lösungen man so schreibt. Wir deuten, Cosinus vom ersten Winkel ist gleich zum Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zu plus minus den zweiten Winkel plus k mal 2pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Wir übertragen diese Lösungen auf unsere Gleichung, erhalten so sofort, dass x halbe gleich ist zu plus minus pi Drittel plus k mal 2pi. Wir multiplizieren diese Gleichung noch mit 2 und so finden wir die Lösungen x gleich plus minus 2pi Drittel plus 4kpi von dieser trigonometrischen Gleichung. Wir zeichnen diese Lösungen nicht in den trigonometrischen Kreis ein, sonst könnte man diese Periodizität hier verwechseln, sondern wir stecken diese Lösungen sofort so in die Lösungsmenge hinein und vergessen nicht zu erwähnen, dass k eine ganze Zahl sein muss. Unsere trigonometrische Gleichung ist also gelöst.